Kein Zuckerschlecken. Unser Leben gleicht der Reise eines Wanderers in der Nacht. Jeder hat auf seinem Gleise vieles, das ihm Kummer macht. Beresina-Lied, Giesecke. Wir dürfen uns das nicht länger bieten lassen, schimpfte der Student mit dem buschigen Backenbart und hieb mit seinem Bierkrug auf den Holztisch. Schaum spritzte über den Rand. Was willst du machen? Anzeigen kannst du einen Spitzel nicht, meinte ein besonnenerer Kommilitone aus der Runde. Dieser selbstgerechte Spießer hätten uns doch denken können, dass der hinter Baring hier schnüffelt. Der Tropf musste aber auch das Flugblatt im Lehrbuch liegen lassen. Trotzdem, Kantholz hatte nichts an seinen Unterlagen zu suchen. Er muss seine Tasche durchwühlt haben. Alexander winkte der Wirtin zu, noch eine Lage Bier zu bringen. Er saß mit seinen neuen Freunden in einem Ausflugslokal am Havelufer und lauschte den empörten Kommentaren. Seit einem Jahr arbeitete er bei Egels in der Maschinenfabrik an der Chausseestraße. An den Wochenenden zog er es aber vor, die Stadt zu verlassen und die idyllischen Seen im Südwesten zu erkunden. Hier war er schnell in eine Gruppe Studenten aufgenommen worden, junge Männer wie er, die gerne seinen Berichten aus England zuhörten. Sie diskutierten leidenschaftlich über Pressefreiheit und nationales Bewusstsein. Sportliche Ereignisse und die Reize der vollbußigen Wirtin Nanina. Und über die Probleme, die durch die staatlichen Eingriffe ins Universitätswesen entstanden. Gerade war einer aus dem Kreis denunziert worden und saß, angeklagt als Demagoge, in Untersuchungshaft. Man könnte ihm eine herzhafte Abreibung verpassen, schlug einer der Anwesenden vor. Oder ein kaltes Bad an der Havel, mit ein paar Backsteinen an den Füßen. Man hatte kreative Vergeltungsvorschläge. Doch letztlich war es Alexanders Idee, die jubelnd aufgegriffen wurde. Schon zwei Tage später kam sie zur Ausführung. Ein Trüppchen mit Seilen bewaffneter Studenten und Alexander selbst lauerten in der Dämmerung dem angehenden Juristen Karl August Kantholz auf, als er aus einem unauffälligen Haus trat, hinter dessen biederer Fassade eine geschäftstüchtige Dame Dienstleistungen gesellschaftlich nicht kommentierbarer Art anbot. Sie folgten ihm vorsichtig, und als er in eine unbelebte Gasse trat, packten sie den verhassten Spitzel, knebelten und fesselten ihn, verbanden ihm die Augen, warfen ihn in eine Schubkarre und bedeckten ihn mit einem Teppich. Auf diese Weise transportierten sie ihn zu der breiten Straße unter den Linden, wo sie von zehn weiteren Verschwörern erwartet wurden. Schnell bildeten sie einen Ring um ihren zappelnden Gefangenen. Zwei von ihnen ergriffen Karl August, stellten ihn auf die Füße und banden ihn an einen der Bäume. Dann zogen sie ihm die Hosen aus. Diese hängte Alexander unter leisem Gelächter an einem Ast über ihm auf. Er war es auch, der die Augenbinde löste, dem augenrollenden, knurrenden Karl August den Knebel aus dem Mund nahm und ihn aufforderte, so laut wie möglich um Hilfe zu schreien. Dann zerstreuten sich die Rächer in alle Winde. Tief gedemütigt stand Karl August mit nacktem Hintern, seine Blöße mit nicht mehr als einem Hemdzipfel bedeckt, mitten auf der Prachtstraße Berlins und traute sich selbstverständlich nicht, sich bemerkbar zu machen. Keinen seiner Widersacher hatte er erkannt, auch wenn er eine genaue Ahnung hatte, um wen es sich handelte. Nur Alexanders Gesicht hatte er gesehen und gehört, wie sie ihn einmal Masters genannt hatten. Beides, Aussehen und Name, brannte sich tief in seine Seele ein, und er schwor glühende Rache. Für Alexander trat dieser Streich bald in den Hintergrund. Die Arbeit bei Egels forderte sein ganzes Können, und erfreut nahm er eine Woche später die Order entgegen, nach Potsdam zu reisen. Hier wollte der Zuckerfabrikant Ludwig Jacobs über die Möglichkeit beraten werden, die Maschinen in seiner Fabrik durch eine Dampfmaschine antreiben zu lassen. Die Garnisonsstadt mit ihren Schlössern, Parks und Kanälen hatte Alexander schon häufiger besucht. Die Gegend an der alten Fahrt hingegen war ihm neu. Trotzig, im Stil einer normannischen Burg gebaut, beherrschte die Jakobsche Zuckersiederei das Ufer. Dahinter standen die hohen Mietshäuser mit ihren Hinterhöfen, die Quartiere der Arbeiter. Einen Moment lang erinnerte ihn diese Umgebung an seine Zeit in den Londoner Arbeitervierteln, obwohl das Städtchen weit kleiner und erheblich gepflegter wirkte. Er schüttelte die unliebsamen Gefühle ab und widmete sich seiner Arbeit. Der Unternehmer hörte sich seine Fragen und Vorschläge an und bot ihm dann einen Rundgang durch die Fabrikhallen an. Einer der Vorarbeiter wurde abkommandiert, ihm die Arbeitsprozesse zu erläutern. Es war nicht so laut wie in der Weberei, doch auch hier war die Luft feucht, stickig und warm, der süßliche Geruch der kochenden Melasse beinahe Übelkeit erregend. Inzwischen hatte sich die Marktlage wieder gewandelt, Rohrzucker war teurer geworden und es lohnte sich, in großen Betrieben aus den heimischen Rüben Zucker zu gewinnen. In Bottichen wurden die Knollen gewaschen, an langen Tischen zerteilt, die Schnitzel in Säcke gefüllt und dann aus ihnen in einer von zwei Arbeitern bedienten Schraubenpresse der Saft herausgedrückt. Dieser Saft kochte in großen Kesseln immer weiter ein, bis kristalliner Zucker entstand. Rührwerke, notierte sich Alexander, Schnitzelwerke, vor allem aber die Presse, konnten mit Maschinenkraft angetrieben werden. Die räumliche Aufteilung musste geändert, ein Maschinenhaus angelegt werden. Aber schon jetzt war die Fabrik gut durchdacht, Jakobs Vorstellung würde realisierbar sein. Alexander schickte den Vorarbeiter weg, um sich in Ruhe die Arbeitsprozesse anzuschauen. Er registrierte, dass auch hier eine ganze Reihe Frauen und Mädchen arbeiteten. Es waren überwiegend stumpfsinnige Tätigkeiten, die sie zu verrichten hatten. Eine Schwangere fiel ihm auf, die sich an der Presse abmühte. Kopfschüttelnd notierte er sich ebenfalls, Jakobs von der Investition einer der neuen Hydraulikpressen zu überzeugen, die mit weit geringerem Kraftaufwand zu betreiben waren. Gerade als er seine Notiz beendet hatte, stolperte die Schwangere und brach in die Knie. Mama, rief ein junges Mädchen und warf das Messer hin, mit dem sie die harten Rüben zerteilte. Der Vorarbeiter donnerte sie an, sofort wieder ihren Platz einzunehmen, aber sie hörte nicht auf den Befehl. Sonst jedoch kümmerte sich niemand um die Frau, die sich auf dem von Zuckersaft klebrigen, schmutzstarrenden Boden vor Schmerzen krümmte. Lassen Sie das Mädchen, sagte Alexander zu dem Vorarbeiter und ging mit langen Schritten zur Presse. Was ist passiert? Meine Mutter, ich fürchte eine Fehlgeburt. Ein blasses, ängstliches Gesicht sah zu ihm auf. Sie hatte schon heute Morgen Schmerzen. Amara, bitte, stöhnte die Frau. Kann ihr jemand helfen? Bitter kam es zurück. Von denen hier hilft uns niemand. Alexander verstand. Das Mädchen drückte sich weit gepflegter aus als die üblichen Berliner Arbeiter, die er bisher kennengelernt hatte. Noch einmal kam die Erinnerung an seine harte Zeit in der Weberei in ihm hoch. Wo wohnt ihr? Hinter der Fabrik, nicht weit von hier, gnädiger Herr. Aber ich kann sie nicht alleine dorthin bringen. Ich kümmere mich darum, entgegnete Alexander kurz und forderte den Vorarbeiter auf, ihm eine Decke zu bringen. Der murte zwar, gehorchte aber bei dem energisch wiederholten Befehl. Es gelang Alexander, die leise ächzende Schwangere mit Unterstützung des Mädchens in seinen Einspänner zu verfrachten und die wenigen Schritte zu deren Wohnung zu bringen. Kommst du alleine zurecht, Mädchen? fragte er, als sie ihre Mutter auf das schmale Bett gelegt hatten. Ja, gnädiger Herr, wird schon gehen. Danke auch, gnädiger Herr. Alexander sah sich um. Die beiden bewohnten ein dunkles, feuchtes Zimmerchen in einem gerade erst erbauten Mietshaus. Es ging auf einen düsteren Hinterhof hinaus, in dem sich in den Ecken schon der Unrat häufte. Schaudernd wandte er sich zur Tür und nickte den beiden nur noch einmal kurz zu. Dieses Elend hatte er Gott sei Dank hinter sich gelassen. Doch dann verfolgte es ihn weiter. Noch am Abend sah er das junge, ängstlich besorgte, magere Gesicht des Mädchens vor sich und hörte die unterdrückten Schmerzenslaute ihrer Mutter. Fast 23 war Alexander inzwischen, und er hatte bisher aus eigener Kraft sein Leben gestaltet. Er verdiente ausgezeichnet, seine Arbeit wurde anerkannt, er hatte eine hübsche Wohnung am Tiergarten und konnte sich gediegene, modische Kleidung leisten. Einige Bekannte hatte er gefunden, doch keine engen Freunde, sondern er pflegte eher oberflächliche Beziehungen, wie die zu den Studenten der Humboldt-Universität. Hin und wieder genoss er auch die Gunst einer hübschen Näherin. Aber die Maschinen interessierten ihn mehr als diese Tendeleien. Nie hatte er das Bedürfnis verspürt, jemandem zu helfen, außer gelegentlich ein Almosen in die Hand eines Bettlers zu legen. Und dennoch erkundigte er sich zwei Tage später, als er wieder in der Zuckersiederei zu tun hatte, bei dem Vorarbeiter nach Mutter und Tochter. Sind nicht wiedergekommen. Was soll man von diesem hochnäsigen Gesocks auch erwarten? Wir haben sie von der Lohnliste gestrichen. Wer sind sie? Mit Verlaub, Herr Masters, das braucht Sie nicht zu kümmern. Das ist wohl meine Angelegenheit. Also? Der Mann zuckte mit den Schultern und sein Tonfall blieb verächtlich, als er berichtete: Birte und Amara Wolking. Die hat uns vor zwei Monaten ein Kunde aufgeheißt. Haben vorhin in einer Konditorei oder sowas gearbeitet. Der Alte hat sich abgemacht und die beiden brauchten Arbeit. Aber glauben Sie nicht, dass die dankbar wären. Kommen Sie sich vor, als wären Sie was Besseres. Das Mädchen hat eine renitente Art und die Mutter ist eine unzuverlässige, faule Schlampe. Das war eine erschöpfende Auskunft, die Alexander zum Schweigen brachte. Aber nicht, wie der Vorarbeiter dachte, weil damit die Angelegenheit für ihn erledigt war. Im Gegenteil. Viermal hatte Alexander in seinem Leben die Chance geboten bekommen, sich aus den tiefsten Niederungen hochzuarbeiten. Captain Finlay, der ihn zu seinem Stallburschen gemacht hatte, Thornton Habest, den zum Maschinisten ausgebildet, Sir Nikolaus, der ihm den Besuch der Technikerschule ermöglicht hatte, und schließlich Egels, bei dem er jetzt eine hervorragende Stelle bekleidete. Es war so etwas wie ein Gewissensbiss, den er bei dem Gedanken daran verspürte und der in ihm den Entschluss reifen ließ, hier selbst einmal Schicksal zu spielen. Das Mädchen und seine Mutter sollten ihre Chance bekommen. Wenn sie klug waren, würden sie sich selbst weiterhelfen. Nach dem Gespräch mit dem Unternehmer machte er sich auf den Weg zu dem Mietshaus und klopfte an die Tür der Wohnung, in die er die beiden zwei Tage zuvor gebracht hatte. Er erschrak, als er das Mädchen vor sich sah. Ihr Gesicht war vom Weinen verquollen, ein graues Tuch hielt sie wie schützend um sich gewickelt, und ihre Haare hingen wirr aus einem halbgelösten Zopf. Schon bereute er seine Menschenfreundlichkeit. Sie schien tatsächlich eine Flampe zu sein. gnädiger Herr? Die Stimme war klein und heiser. Ihre Hände zitterten, mit denen sie das Tuch fester um sich sehrte. Ich wollte mich erkundigen, wie es deiner Mutter geht. Sie starb. Gestern. Und dann flossen die Tränen wieder über ihre Wangen. Sie haben sie in ein Armen Grab gebracht. Ich konnte doch nicht. Du hast kein Geld, unterbrach er das Schluchzen. Sie schüttelte den Kopf, versuchte Fassung zu gewinnen. Darf ich hier reinkommen? Bitte gnädiger Herr. Alexander setzte sich auf einen der beiden Holzstühle und sah sich um. Es war sauber und aufgeräumt in dem Zimmer. Eine bunte Decke lag über dem Bett und ein blauer Vorhang verbarg wohl die Waschgelegenheit. Aber in dem kleinen Kanonenofen, auf dem ein Wasserkessel stand, brannte kein Feuer, obwohl es schon empfindlich kühl und hier in dem Hinterzimmer auch erstaunlich feucht war. Was ist passiert? Amara, nicht wahr? Du heißt Amara. Ja, gnädiger Herr. Entschuldigen Sie, ich kann Ihnen noch nicht einmal ein Glas Wasser anbieten. Erzähl. Sie setzte sich auf den anderen Stuhl und wischte sich mit einem zerknüllten Taschentuch über die Augen. Im Frühjahr starb mein Stiefvater. Ein Unfall. Wir hatten eine Konditorei drüben in Berlin und wir wollten ein Café aufmachen. Er hat dafür einen Kredit aufgenommen. Als er tot war, mussten wir den zurückzahlen und die bestellte Einrichtung verkaufen. Er. Er war nicht sehr geschäftstüchtig. Hatte ungeheuer viele Außenstände. Mama war nicht. Sie traute sich nicht das Geld einzufordern. Amara nickte. Sie hat sich auch über den Tisch ziehen lassen, von dem Mann, der uns die Sachen abgenommen hat. Er hat ihr die freie Wohnung für zwei Jahre in seinem schönen neuen Haus in Potsdam angeboten und Arbeit bei Jakobs. Hätte sie doch nur auf mich gehört. Du wusstest es besser. Ich habe Geschäftsverstand, gnädiger Herr. Ich habe eine Ausbildung. Und ich weiß, dass solche neuen Häuser trocken gewohnt werden müssen. Es war ein kalter Juni, gnädiger Herr. Und sie. Die Trauer, das ungeborene Kind, die schwere Arbeit. Sie fühlte sich so schwach. Alexander nickte. Das erklärte den Vorwurf der Faulheit. Wie alt bist du, Amara? Sechzehn dieses Jahr, gnädiger Herr. Und du hast eine Ausbildung? Duisenschule in Berlin. Und ich habe schon immer in der Backstube gearbeitet. Was willst du jetzt machen? Sie seufzte. In der Fabrik nehmen sie mich vermutlich nicht mehr. Dort hat uns niemand gemocht und jetzt sind sie wahrscheinlich froh, mich loszuwerden. Sie haben euch von der Lohnliste gestrichen. Ich habe noch nicht nachdenken können, gnädiger Herr. Ich werde mir irgendeine Arbeit suchen. Vielleicht nimmt mich jemand als Küchenmädchen. Alexander hatte ihnen Geld anbieten wollen, aber plötzlich kam ihm ein viel besserer Gedanke. Das Ausflugslokal in der Nähe vom Heiligen See, wo er sich im Sommer oft mit seinen studentischen Bekannten getroffen hatte, wurde von einer lebenslustigen Wirtin geführt. Nadina Galinowa hatte den Ausschank jederzeit im Griff, egal wie viele Gäste sie bewirten musste, gleichgültig wie ausgelassen es zuging oder wie sehr sich die Gemüter auch erhitzten. Ihr Bier war gut, der Wein erträglich, die Schmalzbrote fett und der Streuselkuchen eine ungenießbare Katastrophe. Aber ihr Herz war groß und weit, wie Mütterchen Russland selbst. Ich wüsste etwas für dich, Amara. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber wir können es versuchen. Wasch dein Gesicht und sieh dir etwas Sauberes an. Ich hole dich in etwa einer Stunde ab.« »Gnädiger Herr, verzeihen Sie aber was, was wollen Sie von mir?« »Misstrauisch?« Ein zynisches Lächeln huschte über seine Züge. So ging es einem, wenn man ungebeten Hilfe anbot. »Ich bin nicht mehr ganz so naiv.« Plötzlich wirkte das Mädchen älter und weiser auf ihn und er nickte. »Ein Gartenlokal an der Havel, das dringend eine gute Bäckerin braucht. Nadina Galinova ist eine anständige Person, soweit ich weiß zumindest.« Sie wird dich nicht an den Maisbietenden verkaufen. Ein vornehmes Kaffeehaus ist es allerdings nicht. Ich bin nicht wählerisch, gnädiger Herr. Und ich nicht der gnädige Herr, sondern Alexander Masters. Also, in einer Stunde, Amara. Ich war mir nicht sicher, wohin mich meine Entscheidung, einem völlig Fremden zu vertrauen, hinführen würde. Aber in meiner dumpfen Verzweiflung war er mir als der Retter erschienen, der mir einen Weg in die Zukunft weisen konnte. Was hätte ich schon alleine in Potsdam unternehmen können? Ende des Monats war die Miete fällig, die ich ohne Arbeitslohn nicht aufbringen konnte, und der Winter stand bevor. Es war schon Ende Oktober, und als ich neben jenem Alexander Masters auf dem Kutschbock seines Wagens saß, fielen mir die Bäume am Ufer der Havel auf, die sich schon in ihr goldenes Laub gewandet hatten. Die Sonne brach zwischen den Wolken hervor und ließ sie in satten Farben erglühen. Sie spiegelten sich auch in den träge dahinfließenden Wassern, über die lautlos einige flache Kaffeekähne glitten, die v-förmig aufgespannten Vorsegel gebläht im leichten Herbstwind. Es war ein typisches Bild für Potsdam, doch ich hatte bisher noch nicht viel Gelegenheit gehabt, die Gegend zu erkunden. Obwohl ich mich innerlich vor Trauer und Verlust wie zerrissen fühlte, legte sich jetzt doch die milde Herbststimmung lindern um mein Herz, und dankbar lehnte ich mich auf dem Sitz zurück. Alexander Masters hatte Pferd und Wagen offensichtlich gut im Griff, wenngleich er manche Kurven mit jugendlichem Elan nahm und ich mich festhalten musste, um mir nicht blaue Flecken von den Seitenwänden zu holen. Das Ausflugslokal, an dem er schließlich Halt machte, lag außerhalb der Stadt, doch an einer vielbefahrenen Chaussee der Berliner Straße. Die schlichten Holzbänke und Tische unter den Weiden im Garten waren zusammengerückt, um draußen zu sitzen war es zu kühl geworden. Doch auf der mit Bohlen belegten Terrasse saßen im Schutz von geflochenen Paravents noch einige Gäste bei Kaffee und Kuchen und genossen den Blick über die sich hier zu einem flachen See verbreiternde Havel. Zwei Schwäne zogen ihre gemächlichen Runden vor dem gegenüberliegenden Ufer, hinter dem sich der Wabelsberg mit seinem bunten Laubwald erhob. Es war ein beschaulicher Anblick. Herr Masters führte mich am Ellenbogen gefasst durch die besetzten Tische in einen kleinen Schankraum, in dem eine hochgewachsene, kräftige Frau einen Samovar befüllte. Das Auffallendste an ihr war eine Masse roter Haare, die zu einer komplizierten Frisur aufgesteckt waren und einen strahlenden Kontrast zu dem grünen, volant besetzten Kleid boten. Madame Galinova, darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Die Angesprochene drehte sich um und ein augenzwinkerndes Lächeln erhellte ihr Gesicht. Der Herr Masters aus Berlin. Was habe ich gehört? Vorletzte Woche, es hat gegeben einen Skandal unter den Linden. Man redet von einem Herrn Studiosus in äußerst unschicklicher Aufmachung. Er ist wegen der Erregung öffentlichen Ärgers genommen in Polizeigewahrsam. Spricht man davon? Das ist mir neu. Meinte mein Begleiter mit unschuldigem Blick. Ich weiß von nichts. Nein, natürlich nicht. Ah, und wen bringen Sie hier zu mir? Das Lächeln verschwand, als sie mein immer noch verquollenes Gesicht musterte. Haben Sie das Mädchen in Schwierigkeiten gebracht, Herr Masters? fragte sie streng. Nein, Madame Galinova. Aber in Schwierigkeiten ist sie, und eine Lösung für Ihr Problem könnte sie sein. Ich habe kein Problem, junger Mann. Doch, Sie haben Ihren Streuselkuchen. »Ha! Das ist Problem, was Babuschka hat. Was ist mit dem Kind?« Ich hörte schweigend zu, wie Alexander meine Geschichte in kurzen, nüchternen Worten zusammenfasste. Die Änderung im Verhalten der Wirtin war erstaunlich. Er hatte kaum zu so Ende gesprochen, da waren ihre Züge weich geworden. Sie breitete die Arme aus und zog mich ohne Umstände an ihren üppigen Busen. Ich versank in parfümierter, weicher Mütterlichkeit. »Maja Milaj, Maja Sladka«, »Meine Kroschka, murmelte sie. Du kommst zu uns, du wohnst bei uns, und wenn du magst, backst du Kuchen für uns. Ach, mein armes Kindchen, mein trauriges Seelchen. Irgendetwas löste sich in mir. Eine harte Stelle weichte auf, und ein winziger Funken Hoffnung glomm in meinem müden Herzen auf. Ich hatte in meinem Leben Freundlichkeit kennengelernt, Verständnis und Zuneigung erfahren. Überwältigende Zärtlichkeit war aber nicht dabei gewesen. Das aber schenkte mir ohne Fragen, ohne Vorbehalte Madame Galinowa. Die quellende Bitterkeit wurde erträglicher, und meine Tränen bewirkten endlich Erlösung. Ich merkte kaum, wie Nadina Galinowa mich in ein Zimmerchen führte, mir die Schuhe auszog und mich in ein Bett steckte. Unter dem unablässigen russischen Gemurmel einer tiefen, rauen Stimme schlief ich endlich ein.